Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Video. So, da sitzen wir auch jetzt in unserem Bus. Ja, den haben wir uns gekauft. Und zwar ist das ein VW LT35, für alle, die sich damit auskennen. Baujahr 2005? Ja. Und der hat 140.000 Kilometer auf dem Tacho und macht einen guten, soliden Eindruck. Für alle, die mehr Infos haben wollen, der ist 6,30 Meter lang. Ja. Knapp, also die Innenmaße sind knapp 1,70. Und wir... Breit meinst du dann? Genau, 1,70 breit. Ja. Und wir haben hier quasi so eine Wohnfläche von 7,3 Quadratmeter. Genau. Und in dem Video heute soll es gehen, wie wir die Trennwand rausnehmen und wie wir schauen, was unter dem Boden sich noch so befindet. Genau. Das heißt, nach Rost suchen wir und den wollen wir dann halt auch natürlich verarbeiten und das ganze Teil mehr oder weniger rostfrei machen. Ja, so gut es geht. Wir hoffen, wir finden nicht zu viel Rost, denn das ist das Problem bei diesen Nutzfahrzeugen, Rost. Ja. Und gerade dieser Junge hier, der war ein Nutzfahrzeug von einem, wie nennt man das, von einem Landschaftsgärtner. Landschaftsgärtner, genau. Und hat halt schon so ein paar kleine Dellen, aber das macht uns nichts aus. Aber Rost ist sehr wichtig, also bevor man anfängt sowas auszubauen oder überhaupt zu verkleiden oder sonst was, ist das Wichtigste erstmal den Rost zu beseitigen. Ja. Und was uns richtig gut gefällt an diesem Van, sind viele große Fenster. Genau. Es kommt aber trotzdem noch im nächsten Video ein Fenster oben aufs Dach. Wir verbauen auch eine Solaranlage und ja auch die ganzen... Wir isolieren den ganzen Bus. Die ganze Isolation, die kommt auch noch danach. Und danach kommt auch noch die Verkleidung. Ja, also es gibt so einiges zu tun. Und ja, du bist dabei und heute geht's auch ja, schon los. Viel Spaß! Yes! Ganz gut aus unten. Ich habe mir das super vorgestellt. Also, du siehst kaputt machen. Nee, nicht kaputt machen. Aber du siehst hier den Rost und ich dachte, das ist ja ganz laut. Der Rost ist nur hier auf nur an den Seiten. Guck dir das mal an. Ja, ist ja gut. Das ist viel weniger wie erwartet. Also da ist ein bisschen Rost. Die Schrauben, die mussten wir abhauen. Die mussten wir rausklopfen, weil da waren die Köpfe schon unbrauchbar. Da sind wir nicht mehr reingekommen mit Schrauben. Wir hier in den Garten und dann machen wir es schön sauber. Und also das müssen wir dann hier schön abflexen. Dann. Genau, aber sonst nee, ist es echt nee, okay. Nee, die brauchen wir nicht abflexen. Hier, mit Dings hier, mit Wasserpumpezangen, wo wir ausdrehen. Wasserpumpezangen immer dabei haben. Das ist, pass auf, das ist die A und Z. Wasserpumpezangen um Armer. Und da läuft alles. Gut, dass wir einen Schwiegervater haben. Das ja, ist Gott 40 sei Jahre Dank. Schlosser. 40 Jahre VW-Erfahrung. Schlosser, die Schlosser. Gott sei Dank. Schlosser. Das ja. Hätten wir ohne ihn gemacht. Wasser und Bezange und Dame. So, das hier macht ein bisschen Probleme, weil hier blättert schon richtig Karosserie ab und wir haben gedacht, das sieht im ganzen Fahrzeug so aus, aber das sieht richtig gut aus. Glücklicherweise nicht. Wir haben hier ein paar Schrauben vom Boden wegmachen müssen und da sieht man jetzt, kann man jetzt direkt auf den Boden durchgucken, aber es wird einfach versiegelt und der Rost weggemacht und dann versiegelt und dann kommen da neue Bodenplatten rein. Vielleicht können wir sogar die alte wieder benutzen. Ja, schauen wir mal.
dann die Trennwand raus und dazu müssen wir erstmal die Nieten aufschlagen und dann aufbohren. Hinten rausgekriegt. Das war gar nicht so einfach. 32 Nieten, aber die Trennwand, ja. Die haben alle rausgehauen. Überall entrostet. Das, was wir gefunden haben, war jetzt Gott sei Dank nicht so viel, wie wir erwartet hatten. Aber es war schon ein bisschen was. Genau, und wir sind noch nicht ganz fertig. Morgen geht's weiter. Zwei Löcher haben wir da hinten entdeckt, in der Nähe von der Radkappe. Das ist durchgerostet. Rost kann auch von unten kommen. Und im nächsten Video zeigen wir oder erklären wir nochmal, wie wir genau entrosten. Falls du auch das Problem haben solltest. Richtig. Genau. Das war's dann auch schon. Bis zum nächsten Video.